Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Gestern haben wir die Mutterspinne gekillt. Und jetzt bin ich auf dem Weg, noch mal ein paar Blütenblätter zu sammeln, weil ich würde heute ganz gerne mal ein bisschen an dem Aufzug bauen, dass wir den Turm so langsam hinbekommen. Weil ich müsste noch mal in die neue Zone, ich müsste noch mal in die Termitenzone, ich müsste noch mal eigentlich überall hin. Und das sparen wir uns, das ganze Gelaufe, sobald wir die Seilbahn in jede Richtung haben. Das heißt, dann sind wir so weit, dass wir nur noch hinlaufen müssen zum Turm und von dort aus mit der Seilbahn überall hinkommen. Das spart dann sehr, sehr, sehr viel Zeit ein und wir können dann großflächig farmen gehen. Und dann geht es eigentlich erst richtig mit Bauen los. Mal gucken, ob da vorne auch noch Blütenblätter liegen. Die brauchen wir jetzt für die Sprungnetze, für die Trampolins. Und ich bin halt auch mal gespannt, ob das Konzept... Spinne, ist alles gut bei dir? Ob mein Konzept aufgeht zum Thema... Na komm, ich piek's dich. Ob ich meinen Aufzug da oben reingebaut bekomme. Ich hatte ja gesagt, ich würde es gern zweigleisig machen. Das heißt, einen Aufzug und neben noch eine Treppe, wenn es möglich ist. Und das würde ich halt ganz gerne mal versuchen, ob das funktioniert. Sollte das nicht funktionieren, wäre der zweite Gedankengang, dass ich dann mit Leitern neben hoch mache. So, dass man beide Möglichkeiten hat. Nachteil bei den Leitern ist halt, man kann kein Material mit transportieren, ne? Aber mal gucken, sollte man hinkriegen. Das heißt, dann fangen wir jetzt heute mal an, das Türmchen ein bisschen zu bauen. Den müssen wir ziemlich hoch bauen. Und wir werden sehr viele Sprungdinger brauchen. Weil das soll kein lahmer Turm sein, wo man so 2 Minuten braucht, bis man oben ist. Ja, ich würde da ganz gern fast jedes, ich sag mal, jeden halben oder vielleicht jeden Absatz ein Trampolin hinstellen, damit wir viel schneller nach oben katapultiert werden. Aber das müssen wir jetzt erstmal probieren, wie das überhaupt funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Das kann ich euch auch noch nicht sagen. Was brauchen wir denn hier eigentlich alles? Oh, wir brauchen Sprösslinge. Habe ich auch keine mehr. Jo. Wir brauchen Sprösslinge. Das ist Mist. Dann machen wir mal kurz Inventar leer. Beziehungsweise... Bevor ich es nämlich jetzt einlagere, brauchen wir doch eh. Da seht ihr schon, Blütenblätter fehlen. Müssen wir auch nochmal sammeln und Sprösslinge. Dann gehen wir mal ganz schnell Inventar leer machen. So. Hat nicht ganz funktioniert. Ich kann jetzt auch nichts aufhängen. Ist immer noch alles voll. Ah, Mann, 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 Mann. Unpassender geht's doch gerade nicht, oder? Spinnenbrocken. Und dann haben wir noch die Fasern. Die Fasern. Hatte ich die nicht einzeln hier irgendwo drin? Ich glaub's nicht. Doch, da hinten. Zack, haben wir die auch. So. Dann... Komm, den snacken wir uns schnell rein. Hängen wenigstens schon mal 3 Stück auf. Das dauert alles noch ein bisschen. Da fehlt mir so eine Leiste oder irgendeine Anzeige, wo man sieht, wie lange das noch... Weißt du, wie beim Ofen so ungefähr. Dass man gucken kann, wie lange dauert der ganze Kram noch. So, dann lassen wir das... guck mal an. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wieder kurios, oder? Jetzt, wo ich sage, ja, man gucken, wie und ne? Schon ist es fertig. Man muss einfach nur mit dem Spiel reden, dann klappt das auch. So, zack, alles aufhängen. Zack. Und wir können auch gleich unseren Zauberhut herstellen. Ich glaube, das ging. Da hatte ja nur noch Leder gefehlt. Jo, haben wir auch. Aber den brauchen wir noch nicht. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Ab in die Kiste. Ich muss
ich das Leder runterbringen? Ja, muss ich runterbringen. Kiste leer. So, dann gehen wir jetzt erstmal Sprösslinge farmen. Gras könnte ich dann auch wieder mal schicken. Ich glaube, das mache ich einfach mal offscreen, dass ich hier vorne den Kram mal fertigstelle, dass es ein bisschen vorangeht, bevor wir hier wieder stundenlang... Und das wundert mich auch noch, die habe ich immer noch nicht als goldene Karte gekriegt. Da haben wir schon 166 Stück. Korrigiere, 167 gekillt. So. Sprösslinge. Wo kriegen wir am besten Sprösslinge? Hinten bei der Giftzone in der Nähe. Waren wir da schon? Haben wir da den Larvendolch geholt? Ich glaube schon. So, da können wir uns eigentlich hier die Sprösslinge alle sparen. Aber was wir haben, haben wir. Wir hauen uns jetzt eh mit Sprösslingen mal das ganze Inventar voll, so viel wie geht. Das heißt, den Rüssi, den wir jetzt gekillt haben, den können wir eigentlich fortschmeißen. Lieber Platz. So, und dann gehen wir mal schnell. Larven wären noch ganz gut auf dem Weg. Nee, nicht Baumwanze. Ich habe Larve gesagt, nicht Baumwanze. Blödes Vieh. Wie? Warum? Hier ist noch ein Labor, wo wir nicht waren. Boah, hier kommst du echt nicht durch. Ach, das ist hier unten, die Larvenhöhle. Die haben wir ja noch gar nicht aufgesprengt. Oh, das wäre natürlich... Wir haben ja auch wieder Bömpchen. Wir haben aber nur zwei Bomben, wir brauchen drei. Aber das wäre so ein Gedankengang, das könnten wir auch demnächst machen. So. Hier an dem Labor waren wir schon, sonst wird es was anzeigen. Tut es aber nicht. Ich gucke aber trotzdem nochmal rein. Man weiß nie, irgendwie Kassette vergessen oder sonst was. Die übersieht man ganz gerne mal. So, da ist das Spinnenbrett. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter nach hier vorne. Und auf die andere Seite von dem Stamm. Da laufen wir hinten rum. Hier ist ein sehr guter Spot, um Milben zu farmen. Die kommen hier alle vom Stamm runtergesprungen. Ist halt die Frage, ob man sie braucht, ne? Ich brauche jetzt erstmal Sprösslinge. Die Gasflasche haben wir diesmal auch noch nicht zugemacht. Aber ich kann genauso springen wie ihr. Mal gucken. Das sind so Stellen, da waren wir lang nicht mehr drin. Und da, die Feder nehme ich mit. Da war man lang nicht mehr drin und da geht man dann mal durch und guckt, ob da irgendwelche Steinchen noch liegen oder sonst irgendwas. Die Feder ist natürlich wieder mal praktisch da oben. So, jetzt gehen wir aber der Sprösslinge farmen. Keks brauchen wir. Ach komm, hier, nehm es mit. Warum denn nicht?
bevor die Ameisen wieder alles mitnehmen, die ganze Map zu ballern. Hatten wir noch kein verrottetes Essen? Wow. Wir hatten auch noch keine Keksbrocken. Wow. Und wir waren an der Analysestation und haben nichts analysiert. Wow. Läuft doch. Gut im Dunkeln. Da sieht man die Dinger gut aufblinken. So, was sagt's Inventar? Ja, sieht gut aus. Können wir verschrotten. Die können wir jetzt auch verschrotten. Brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir mit. Und dann haben wir noch... Ach, das reicht dann für die Sprösslinge. Ist genug. Ach, komm her. Dann halt nicht. So, einmal. Haben wir eigentlich? Ne, haben wir nicht. So, jetzt geht's Sprösslinge sammeln. So, und das meine ich mit Sprösslinge sammeln. Guckt euch das doch mal an hier. Wenn wir uns jetzt mal das Inventar voll machen. Hier könnt ihr auch ganz gut infizierte Rüsselkäfer farmen. Die spawnen nämlich auch dann hier an dem Punkt. Beziehungsweise hinter der Schale spawnen die. Sobald ihr die Gasflasche zugemacht habt. Ist dann auch ganz praktisch. Da muss man nicht jedes Mal bis in die Giftzone. Geht man hier hin, schießt sich dann mal schnell 5 Stück weg oder so. Und dann hat sich das alles. So, ich glaube knapp 300 Sprösslinge sind das, die hier stehen. Haben wir ja schon ein paar Mal komplett gefarmt. Das heißt, dann brauchen wir noch Blütenblätter. Und dann fangen wir mal an, ein bisschen am Turm noch rumzubauen. Ist anstrengend hier. Ich glaube, in der nächsten Folge entweder bauen wir am Turm weiter. Ich muss mal gucken. Ansonsten wäre die Überlegung nochmal in den roten Ameisenbau. Oder ich mache das mal offscreen, dass ich da rein, hole uns wenigstens nochmal ein Ei raus, dass wir nochmal eine Bombe kriegen. Und dann müssten wir mal durch die Larvenhöhle. Da unten ist noch, sind noch ein paar Steinchen zu finden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da war auch ein Zahn noch zu finden. Und natürlich noch Steine. Sind da unten ja auch noch zu finden. Und Larven brauchen wir eh. So, jetzt haben wir noch 2 Slots frei. Und die Sprösslinge schon alle. Hinter der Schale hätten noch ein paar gestanden. Also man kommt so auf 250 bis 300 Sprösslinge. Das ist so ungefähr. Wolfi, okay.
wir sind eigentlich recht nah an den Ameisen dran. Ich glaube, wir gehen schnell da rein, schnappen uns zwei Eier und dann haben wir das doch. Dann haben wir unsere Bömmchen. Dann können wir für den Rest der Folge erstmal in Ruhe an dem Turm weiterbauen. Und wenn wir das dann erledigt haben, gehen wir nochmal bei den Larven vorbei. Mal gucken. Bisschen orientieren. Sind das die Federn? Haben wir Federn angezeigt? Ah, hier sind wir beim Baseball, okay. Ameisenbrocken brauchen wir nicht. Die Mandibeln wären halt ganz gut. Auf jeden Fall brauchen wir Eier. Mal gucken, ob sie neue gelegt haben. Machen wir mal Licht an. Ah, wir lassen Licht mal aus. Ich hätte gern lieber hier den Giftschaden jetzt einen Augenblick. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Obwohl, die Ameisen machen uns keinen Schaden. Das ist, ach, guckt mal an. Das heißt, jetzt schmeißen wir das weg, weil die brauchen wir nicht, die brauchen wir auch nicht. Analysiert haben wir den Kram. Das heißt, wir hauen uns mal drei Stück von jedem rein. Fünf Stück, das ist nicht viel. Komm, hier, futtern den Kram noch schnell weg hier. Für die habe ich eh keinen Nutzen. Wichtig ist, die erstmal zu analysieren, dass man sie mal gehabt hat. Und die können wir uns noch sammeln, wie wir sie brauchen. Bombi-Brocken brauchen wir noch. Die würde ich jetzt... Obwohl, die können wir... Ach, die kriegen wir auch tonnenweise. Die Säuredrüse, die ist selten. Aber Bombi... Boah. So, dann haben wir 8 Eier, können wir mitnehmen. Irgendwas eingesammelt, was er nicht einsammeln sollte. Hier, Leute, genug. Und jetzt nichts wie heim. Können wir die gleich verarbeiten? Na, haben wir jetzt, was hatte ich gesagt, 8 Stück, okay. 8 Bomben, ja, das sollte reichen. Also ich glaube, das wird dann für die gesamte Map noch reichen. So viel Bomben brauchen wir gar nicht mehr. Aber lieber was da haben, ne? 3 Stück brauchen wir noch unten bei, war nicht bei den Termiten auch noch irgendwas zu? Bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Dann müssen wir noch die Mixer machen, damit wir im schwarzen Ameisenlabor des Dingens aufkriegen. Wobei man echt sagen muss, dass es sich nicht rentiert. Es rentiert sich nicht. Ich denke mal, das trägt vielleicht noch bei den 100% des Spiels bei. Aber es rentiert sich nicht, die ganzen Mixer da abzurennen. Doch einfach ab. Es kommt auch noch Wolfi. So, dann werden wir uns jetzt drum kümmern, dass der Turm mal weitergebaut wird. Schlafen gehen, essen, trinken gehen. Turm bauen. Dann müssen wir nochmal in die Müllzone, weil uns fehlen ja noch die Fleischfliegen, die sind noch nicht gepiept.
Weil wenn da mal mehr alles komplett kriegen, dann fehlt uns eigentlich an guten Tieren nur noch die eine Assel, die Motte bei neutral. Und hier sind es noch die Fleischfliege. Hier ist es ja ganz easy. Hier haben wir noch die Feuerameisen, die anderen. Das müsste die grüne Baumwanze sein. Dann haben wir hier ja auch irgendwas. Und das sind die drei. Der Schmeckdor, die Mantis und der Mant. Also sind wir doch eigentlich schon gut gerüstet mittlerweile. Gehen wir erst schlafen. Nein, ich habe hier die Eier noch einstecken. Ups. Passiert. Ich bringe jetzt das ganze Lager voll mit Ameisen. Also. Ich hab's mir doch gedacht. Wie blöd, wie blöd, wie blöd, wie blöd. Da hätte man auch Base-Angriff anlassen können. Na super. Hier, ihr sollt nicht die Base kaputt machen, ihr sollt mich kaputt machen, nicht die Base. Habe ich noch Eier einstecken oder waren das jetzt alle? Eins habe ich noch. Naja, wenigstens unsere dritte Bombe ist da. Jetzt ist aber genug. Warum kriegt eigentlich der Boden Schaden, wenn sie mich anspringt? Oh Mann, wie blöd kann man nur sein. Erst schlafen gehen. Ja, 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 ja. Super. Bombe bauen. Jetzt habe ich mich noch so gefreut. So viele Bomben. Ey, geh mir wieder welche irgendwann holen. Ist dann halt so. Ist halt ein dummer Fehler. Sag mal. Ist das jetzt... Oh, ist das letzte jetzt auch geschlüpft? Oder wie? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Super. War mal umsonst Eier sammeln. Abgefahren. Besser geht's doch gar nicht. Oh Mann. Ach, da könnte man sich doch jetzt ärgern. Aber, nee, wir ärgern uns nicht. Gehen wir halt wieder hin. Unnötig auf Rieche, das wollen wir nicht. Nee. Das ist einfach nur blöd. Einfach nur blöd. Ja, morgen. Also werde ich da offscreen nochmal reinrennen, hol nochmal ein paar hier. Und ja, Reparaturwerkzeug brauchen wir jetzt. Ganz wichtig. Weil wenn ich jetzt nochmal 8 Eier mitbringe und die mir alle nochmal hier schlüpfen, weil ich auf die dumme Idee komme zu schlafen. Da. Vorne. Sieht mir nachts viel besser. Sieht gut aus. Okay. Das heißt, wir holen jetzt nochmal Pilzsiegel und Sprösslinge. Haben wir noch Blütenblätter? Oh je, oh je. Dann noch Pilzsiegel. Und dann gucken wir jetzt mal nach dem Turm. Erstmal hier alles fertig. So. Das heißt, wir machen einmal komplett zu. Jetzt ist nämlich die Frage. Wir nehmen jetzt einfach mal einen halben. Meine Überlegung war nämlich, hier ein Trampolin hinzusetzen. Mit der geraden Kante nach vorne.
Könnten wir es so setzen. Und hier eine Treppe hochgehen lassen. Aber ich glaube, da passt eine Wendeltreppe gar nicht mehr rein. Das wäre dann schon... Ach, nicht Grastreppe. Oh, wartet mal. Nee, so wär's. Das heißt, der Plan würde so gar nicht aufgehen, obwohl... Was wäre, wenn... Wir könnten doch... Ach nee, da ist ja jetzt das Blöde, weil das hier schräg gebaut ist, die ganze Kiste. Wäre es jetzt nicht schräg, dann könnte ich hier eine Treppe hochgehen lassen. Aber das würde auch nicht funktionieren. Ach, vielleicht wirklich mit Leitern. Wir machen uns jetzt erstmal hier den einen Bereich fertig. So. Das heißt, zack, hier geht's hoch, bomb, auf den nächsten. So, dann nehmen wir uns am besten... die kann ich ja jetzt auch nicht ordentlich setzen. Ist halt die Frage, kann ich da oben ein Trampolin so drauf platzieren? Ne? Das sieht aber dann schäbig aus. Ach, das ist doch so blöd. Das ist doch echt so blöd. Oder doch, ich sehe noch eine Möglichkeit. Wie sieht das aus? Wenn wir uns die so machen. Das geht ja. Das müsste ja gehen. Das müsste funktionieren. Jetzt brauchen wir Grasplatten. Wir verzichten jetzt mal das Amulett. Der Rüssel klingt verstopft. Na gut, dann schaffen wir uns mal testweise. Einfach mal so eine Handvoll Grasplatten. Es geht mir jetzt darum, erstmal nur ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn das Konzept so funktioniert, ganz gut. Und dann würde ich nämlich auf der anderen Seite eine Leiter hochgehen lassen. So, dass man beide Möglichkeiten hat. Weil es gibt ja den einen oder anderen, der kommt mit so einem Aufzug nicht klar. Der kann dann die Leiter hochklettern, wenn hier mal jemand anders auf der Map ist. Und ich nutze dann trotz alledem meinen Aufzug. Dann können wir schön eine Tür davor machen. Ist halt die Frage, ob das so funktioniert, wie ich mir es vorstelle. So. Ja, es geht. Er geht draufsetzen. Das heißt, den müssen wir jetzt aber nach vorne ausrichten. Das wäre in etwa so. Der müsste noch ein Stückel weiter nach vorne. Das heißt, da war es gerade. Der müsste noch viel mehr nach vorne. Oder der andere mehr nach hinten. Machen wir den mal dahin. Ja, der andere muss weiter nach hinten. Machen wir den mal so. Bam, bam. Funktioniert. Also das funktioniert so schon mal. Jetzt können wir ganz gechillt hier alles hochbauen. Warum ist da jetzt der Standort versperrt? Ja, wahrscheinlich wegen dem Trampolin. Müssen wir uns dann nochmal neu setzen. So.
noch so eins da oben hin. Ist das richtig? Ist richtig. Wartet mal. Eins, zwei, der ist drei hoch. Der ist drei hoch. Müsste ich den anderen ja auch noch höher setzen. Ah, echt jetzt. Aber warum ist der 3 hoch? Warte mal, jetzt muss ich was gucken. Wir haben unten. Ach so, wir haben unten einen halben und einen ganzen draufgesetzt. Okay, dann machen wir das auch so. Setzen wir eine halbe Reihe immer mit drauf. Dass wir die Höhe beibehalten. So, das heißt, den jetzt da oben drauf. Ist halt immer so ein Geduldsspielchen, ne? Ach, jetzt habe ich es als Blaupause, egal. Passt ja trotzdem. Ist nur die Frage, geht das? Bam, bam, ja. Nehmen wir den mit. Funktioniert. Den können wir noch nicht stellen. Da muss jetzt erst wieder eine Wand drauf. Das heißt, das funktioniert soweit schon mal. Plan geht auf. Da ziehen wir den gleich mit hoch. Und rein theoretisch... Ah, wir lassen es mal so offen. Können wir ja dann noch gucken und entscheiden, wie wir das dann... Dadum. Das funktioniert. Das heißt, jetzt gehen wir wieder mit einer vollen Wand hoch. Und noch eine halbe drüber. Und dann kommt noch das nächste Trampolin. So, probieren wir es mal. Bam, bam. Den. Dahin. Sieht gut aus. Das hat jetzt nicht funktioniert. Bam, bam, bam. Bam. So. Aber es funktioniert. So kommen wir recht schnell hoch. Sehr gut. Also können wir uns gleich nochmal ein paar mehr bauen. Ja, brauchen wir Blütenblätter. Aber das würde funktionieren. Ist halt die Frage, wie hoch müssen wir letztendlich? Also wir müssen auf jeden Fall noch ordentlich hoch. Weil ihr seht ja, von der Höhe aus komme ich nicht überall hin. Ja, wir sind noch viel zu niedrig. Na gut, wir sind aber bei 35 Minuten angekommen. Das heißt, ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal schnell Ameisenei holen. Dass wir die Bomben zusammenkriegen, dann speichere ich das für euch und ich gehe nochmal ein bisschen Gras hacken und Blütenblätter sammeln. Das sind so ein paar Sachen, das kann ich schon vorbereiten, dass wir beim nächsten Mal einfach den Turm nochmal weiter hochzimmern können.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.